Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Freitag, der 13. Mai 2022. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wir haben die nächste Big Number. Die nach oben hin ist die 13.9. Die aktivieren wir. 13.906 gehen wir long oder 13.893 gehen wir short. Und wir blicken wie immer einmal auf die Komplettmärkte fangen an bei Bitcoin. Vorlage Zickzacklinie. Tagesbasis sind wir short. Wir sehen aber gestern einen Klassiker, dieser Umkehr. Und wenn wir den Chart mal ein bisschen kleiner machen, haben wir an diesem Level ja bei 28 circa diese Unterstützung, die wurde einmal nach unten durchbrochen, aber wieder zurück erobert. Mal gucken, wie weit das Signal noch aktiv ist. 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. In diesem Markt. Nächster Markt ist der Dow Jones. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. S&P 500, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und Öl. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Und der letzte Markt ist DAX. Daily Short, 4 Stunden, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long mit einem großen Gap hier, was noch geschlossen werden sollte, hier in der Box. Und wir haben hier unten auch noch ein Gap, das nur noch mal für euch als Hinweis bei 13.413. Das ist die Zone hier. Da. Da haben wir ein Gap. Und das wird, wenn es nochmal jetzt runtergeht, für uns eine Zielmarke sein. Hier unten liegt dieses Gap. So, das heißt 8.53 Uhr, wir haben alles in Vorbereitung für den Eröffnungstrade. Coinbase habe ich, Daniel. Ich habe Coinbase. Ich glaube, es gibt günstigere. Bin bei Coinbase. Ja. Und das wird jetzt ja, Daniel, bei dem tiefen Preis eingekauft. Kontinuierlich. Oh, 15er Box. Dankeschön. Bitte, bitte.
erste Trade sieht so nach aus, dass wir eine Big Number bekommen. MTX kann auch kommen. Weil das reale Risiko, Volker, 0,09 ist. Die Vola-Box sind hier unten. 13,739. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.